Hallihallo, Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von G's Cooking Show. Heute machen wir mal Quarkkeulchen. Ganz, ganz einfach und ganz simpel. Und die sind auch echt billig. Die haben nämlich nicht viele Zutaten. Die esse ich im Moment mit meiner Freundin ruff und runter mit allem drum und dran. Egal, ob es mit Apfelmus ist oder mal mit Nutella oder auch mal mit Wurst oder Käse. Und ja, ganz einfach, wie gesagt. Und das Einzige, was ihr dazu braucht, das zeige ich euch jetzt. Nehmen wir mal die Kamera hier. So, Freunde, also das, was wir dazu brauchen, sind 3 Eier, 130 Gramm Dinkelmehl und 500 Gramm Quark. Ja, das verrührt man einfach, alles in einer schönen Schüssel. Und dann geht's los. Ja, guck, meine Schüssel schon, da kommt das alles nachher drin. Und dann werden die Sachen mit der Pfanne noch gebraten hier auf dem Herd. Ganz, ganz einfache Nummer, Leute. Und dann fangen wir mal an, würde ich sagen, ne? So, meine Lieben, da sind sie fertig. Und wie ihr sagt, ist bloß Dinkelmehl, Quark und Eier. Ich habe da jetzt keinen Zucker oder so dran, weil ich finde, Pflaumenmus, Marmelade und Schokolade für Kinder ist süß genug. Und ja, die müssen jetzt noch ein bisschen abkühlen. Deswegen bringe ich sie mal so ein bisschen hier auf den Balkon. Stellt sich immer so schön mit hin. Dann könnt ihr sie noch mal bewundern. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker, Leute. Sehr, sehr einfach, echt billig. Und man kann sie zu allem essen, was man will. Das ist auf jeden Fall eine echt geile Sache. Ja, und wenn ihr wollt, wie ihr sagt, könnt ihr ja mal wieder G-Man's Cooking Show abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Oder eine andere Folge angucken. Oder allerhand Rap abonnieren, Freunde. Ne? Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und lasst es euch schmecken.